Ist auch nicht richtig, Dill. Komm. Also, da muss ich hin. Dann gehe ich doch lieber dorthin. Ach, das ist jetzt aber wirklich traurig. So viel. Ist eigentlich mein Bild jetzt grün? Wow. Gar nicht mal so einfach. Okay, aber von der Anna, Dr. Anna Collins, oder wie die hieß, kriege ich egal. Keine Informationen mehr oder was? Das sieht nach Kettmaschinen aus. Den geht's aber, glaube ich, auch nicht ganz gut, ey. Ich mach die hier so nieder. Haben Sie schon mal einen Befehl nicht befolgt, Cora? In meiner Zeit als Soldatin? Nein, darum geht's dabei doch. Das hat sowas Mechanisches. Haben Sie darüber nie nachgedacht? Militärische Disziplin ist nicht nur etwas Cooles, gegen das Sie rebellieren können. Im Kampf verlassen andere sich darauf, dass sie dort sind, wo sie sein sollen und tun, was sie tun sollen. Denn falls nicht, sterben sie. Das bedeutet aber nicht, dass sie das Richtige tun. Ich weiß. So, das ist der Eingang jetzt.
Was kommt aus dem See? Die Tech ist auch unterirdisch. Mal sehen. Ui. Es öffnet sich. Ich sehe eine Tür. Vorwärts. Aha. Das muss ich ausnutzen. Bildet sich eine Brücke. Finden wir raus, wie robust sie ist. Ich bin schon drüben. Pipi. Was ist mit dir? Ich stehe da nur so rum. Die Mission zu Ende? Glanz und die Stahlkraft. Ach Gott, die könnte ich auch noch ausrüsten? Oh. Ja, das ist Pipi, das sieht man schon. Das ist ein Kroganer. Und das ist irgendwas anderes. Ich spoilere jetzt schon ein bisschen selbst, aber hey. Aha. Da kann man also Mods reinpacken. Vier Prozent Kampf, Kräfteschaden, cool. Waffenschaden. 14, achso, natürlich. Deutlich der Helm hier. Da ist Pipi. Muss ja extrem jung sein. Im Gegensatz zu den anderen Asari ist er noch richtig verspielt. Nein, nein, das kann nicht sein. All das Trara für einen leeren Raum? Hier muss irgendwas versteckt sein. Im Fahrstuhl. Machen Sie ihr. Oder? Pathfinder-Ding. Oh. Sie sind gut. Und es sieht bei mir so leicht aus. Wie tief es da wohl runtergeht. Der Luftdruck kann es nicht sein. Elektrostatik? Ah, Gravitation. Oh, du Idiotin, Pibi.
Das hier ist der Vordereingang. Wir werden sehen. Hey! Ach, hier. Gravitationsschacht. Ja, aber wohin bringt er uns? Ins Unbekannte, Ryder. Oh, ich kann die Kamera leider nicht drehen für euch. Das tut mir leid. Sieht wie ein Bunker aus. Oder ein Gewölbe. Das ist ein Fahrstuhl. Wie sie es auch nennen. Die Steuerung für den Atmosphärenwandler könnte irgendwo hier unten sein. Finden wir es raus. Oben ist er. Alles hier könnte wichtig sein. Sehen wir uns gründlich um. Das ist zwar nicht das, wonach wir suchen. Aber wir sollten es trotzdem erfassen. Nur zu. Ich gebe Ihnen Deckung. Ich denke, dieser Gravitationsschacht funktioniert auch in die andere Richtung. Dann haben wir einen Out. Scan. Sie wollen doch nicht etwa schon gehen, oder? Nicht, bis wir die Steuerung für den Atmosphärenwandler gefunden haben. Naja. Wenn die Relikte es nicht benutzen. Kein Anzeichen von irgendwelchen Cat. Vielleicht kommen sie nicht in das Gewölbe rein. Sie aber schon. Das wird ihre Aufmerksamkeit erregen. Ich Glückspilz. Haben Sie was entdeckt? Die gesamte Technologie hier ist mit Element Zero durchsetzt. Stellen Sie sich nur vor, welche technischen Fähigkeiten dafür nötig sind. Der Energiefluss ist minimal. Ich bezweifle, dass es den Atmosphärenwandler in Gang gesetzt hat, aber... Pathfinder, unter dem Boden wurde eine Leitung aktiviert, durch die jetzt Flüssigkeit strömt. Sie könnte ein Notstromsystem versorgen. Ihr Scanner müsste Ihnen weitere Einzelheiten liefern. Oh. Da ist der Stein, den Sie untergetreten haben. Er ist heil hier angekommen. Ich sehe die Leitung, Sir. Was auch immer sie ist, sie führt aus dem Raum. Müsste es so tief unter der Erde nicht wärmer sein? Ui. Weil, warum so große Türen? Ich konnte einen Satz rekonstruieren. Auslesen, um Zugang zu erhalten. Diese Konsole ist mit Anlagen an der Oberfläche verbunden. Dann muss sie den Atmosphärenwandler steuern. Da sind keine Glyphen. Es sieht inaktiv aus. Oder abgeriegelt, wie das meiste hier. Die Leitung führt zu dieser Konsole und von dort aus tiefer in das Gewölbe hinein. Wenn wir ihr folgen, könnte sie uns also zum Ursprung der Systemabriegelung führen. Datenmuster-Dinger sind unglaublich. Wenn ich richtig liege, kann jedes von ihnen hunderte Zettabyte speichern. Es gibt ganze Spezies, die mit weniger auskommen. Ich registriere leichte Beschädigungen. Das Muster deutet auf das Vorhandensein maßgeblicher Daten hin. Sie sind allerdings nicht zugänglich. Okay, so, ich kann gar nicht an die Konsole. Wow, ich hatte wirklich gerade erst an der Uhr. Oh Gott. Noch ein Gravitationsschacht und das ist neu. Was ist das? Ein Machtsymbol? Ein Schlüssel? Wir könnten endlos über die Relikte spekulieren, aber was wir brauchen, sind Fakten. Mal sehen, was ich über dieses Prachtstück herausfinden kann. Vielleicht hier entlang. Zu dem, was diesen Ort abriegelt, geht's da lang. Ich arbeite am besten allein. Sie bringen das Gewölbe in Gang, ich untersuche das Artefakt und wir finden gemeinsam raus, was es mit diesem Ort auf sich hat. Sie sehen sich nicht oft Horrorfilme an, oder? Wir haben keine Ahnung, was uns hier unten erwartet. Und wenn wir etwas übersehen, weil wir aufeinander kleben, werden wir das auch nie rausfinden. Ich werde vorsichtig sein. Halten Sie einfach Funkkontakt.
Ich bin auf Frequenz 145,8. Passen Sie auf sich auf. 10 Credits darauf, dass ihr in einer Stachelgrube endet. Stachelgrube? Der Gravitationsschacht ist abgeriegelt. Da kommen wir nicht durch. Genau genommen bezeichnet Gravitationsschacht den Gravitationseffekt einer großen Masse im Weltraum. Dies hier ist eher ein Schacht mit variabler Schwerkraft. Okay, mach eine Notiz für unsere Asari-Freundin. Und für uns, falls wir das alles irgendwann mal erklären müssen. Na, sieh mal einer an. Es gibt keinen Weg hindurch und keine Interface-Schnittstellen. Sam, behalt das für später im Kopf. Check, check. Hier spricht... Ach, Sie wissen schon wer. Wir hören Sie, Peavy. Halten Sie die Verbindung aufrecht. Verschlossen. Sie scheint gut auf sich selbst aufpassen zu können. Ich werde da nicht rein können, ne? Sie haben sich beim Bau dieses Ortes durch massiven Fels gegraben. Sehen Sie mal da oben. Ich schätze, so verhindern Sie, dass hier alles einstürzt. Alles rot hier. Sieht aus wie ein Schild. Könnte nützlich sein. Okay. Wow, was für eine Flüssigkeit ist das? Sie entspricht keiner bekannten Klassifizierung. Der einzige Weg hindurch führt nach unten und darauf zu. Mechanischer Arm. Okay, hier werden also diese Bots wahrscheinlich. Also was auch immer diese Flüssigkeit ist. Sie brauchen offenbar ein ganzes Aquädukt voll davon. Machen Sie 2 draus, mindestens. Ich habe gerade eines überquert. Alles hier ist von einem tiefen Brunnen durchzogen. Spüren Sie das auch? Darüber können wir uns später Gedanken machen. Jetzt müssen wir uns darauf konzentrieren, den Ursprung der Systemabwicklung zu finden. Oh. Relikte! Passen Sie auf, dass Sie nicht in diese Flüssigkeit fallen! Sie brennt sich durch die Schilde. Das musste ich am eigenen Leib erfahren. Munition? Hier unten? Das ist aber ganz schön groß hier. Thank you.
Unfassbar. Oh. All das für einen Atmosphärenwandler? Was für ein Ort ist das hier? Okay. Noch ein Aquädukt. Wie viele brauchen die eigentlich? Sind das da unten Straßen? Ich kann nicht mal sehen, wo sie enden. Straßen. Da oben! Noch mehr Relikte! Wir haben es fast geschafft!